Ja, Saft und Ehre, meine lieben Freunde. Wir sind wieder zurück bei Final Fantasy 7. Das war der Ersatz, den ich beim letzten Mal verkackt hatte, den ich erwähnt hatte am Ende der Aufnahme, bei der letzten Aufnahme, ja. Und ja, ich werde euch jetzt immer so begrüßen. Stelle ich also darauf ein. Wir haben nächsten Tag, am 6.5. Und ja, Festplatte funzt endlich. Ich kann ja nicht mehr aufnehmen. So. Ja, bla bla bla. Ich wollte den gar nicht ansprechen. Geht direkt weiter. Ich habe auch schon wieder irgendwie vergessen, was wir letztes Mal gemacht hatten. Gespielt und gelevelt. Und wir mussten zu einem neuen Reaktor, um diesen auch in die Luft zu jagen. Ihr könnt schon erkennen, das sieht recht ähnlich aus. Wie im anderen Reaktor. So. Ich hatte wenig MP, wenn ich mich erinnere, ja. Ich werde mal ganz kurz tiefer ein paar Pots geben. Tränke. Wie die Leiterrunde. Ja, ich weiß, das sieht hier alles sehr ähnlich aus, aber. Also wie beim letzten Reaktor. Wäre auch ziemlich dämlich, wenn die alle irgendwie komplett anders aufgebaut wären. Wenn alle 8 Reaktoren, die es ergibt, mittlerweile nur 7, ja, einen weggesprengt haben, die alle eine andere Aufbaustruktur hätten. Das wäre ziemlicher Quatsch. So, da unten haben wir nochmal einen Speicherpunkt. Was ich jetzt mal eben machen werde nach diesem Zufallskampf, ich werde dann einfach das Zelt benutzen, was wir letztes Mal bekommen hatten. Ich habe mich ja dazu entschlossen, es nicht zu benutzen, aber ich werde es einfach trotzdem machen. Wenn ich es beim letzten Mal erzählt, hier diese Leiste, die ich gerade immer ein- und ausmache, da kann man sich Informationen anzeigen lassen. Wenn ich jetzt, wenn Kiefer gleich dran ist, kann ich da hier den Namen sehen und kann auch später, wenn man eine gewisse Substanz bekommen hat, die sogar sehr bald, glaube ich, sogar bekommen werden, kann man sich dann noch andere Informationen angeben lassen. Mehr dazu, sobald wir diese besagte Substanz haben. Endlich weiter aufnehmen. Ich wollte gestern den ganzen Tag auch noch aufnehmen, aber ging ja nett. Ich werde die kurz speichern und das Zelt benutzen. Es nervt mich, dass man hier keinen Menü-Sound hat. Das ist total doof. So. Zack, alles vollgehalten, mega nice. Jetzt darf ich gleich auch wieder vorlesen, noch nö. Das ist mal wieder ein sehr unangenehmes Geräusch. Das hat zum Glück nicht lange angehalten. Papa. Sephiroth. Sephiroth hat dir das angetan, oder? Sephiroth, Soldier, Shinra, Marco-Reaktoren, ich. Hasse sie alle! Flashbacks! Verdammt, Mann, reiß dich zusammen! Alles klar? Tiefer. Hm? Nein, vergiss es, wir müssen weiter. Was das wohl war. So, Bombe ist angelegt und diesmal auch ohne Counter. Und auch ohne Boss. Da haben wir ganz viele Gegner. Okay, Barrett hat noch Heilung mit alle gekoppelt. Ich wollte jetzt eigentlich Blitz auf alle machen, damit die schnell alle tot sind. Daran wurde ich leider gehindert. Ich finde es schade, dass die noch nicht alle gewone-hitted werden, aber ich glaube, bis der Zeitpunkt gekommen ist, an dem wir Viecher one-hitten können, es dauert noch eine Weilchen. Oh, schöner Treffer. Oh, nice. Schöner kritischer Treffer von Cloud. 120, das ist so viel, wie damals das Limit von ihm gemacht hat.
Ich weiß auch, dass das Limit 1 noch aktiv ist und nicht das Limit 2. Das liegt ja immer noch primär daran, dass ich euch ja das eine Limit noch zeigen wollte, weil wir es noch nicht gesehen haben. Aber Clouds Limit Stand ist leider sehr niedrig noch. Das ist leider sehr ärgerlich. Da permanent irgendjemand anders angegriffen wird als Cloud, das ist total nervig. So. Ich wieder zurück, das kennen wir ja. So. Ich habe auch überlegt, irgendwie mal mehr zur Story irgendwie so zu sagen, weil es ist ja doch alles so, man hat ja, das Einzige, was man vielleicht mitgekriegt hat, ist, dass man hier in dieser Rebellengruppe Avalanche ist. Was ich auch nochmal sagen kann, Avalanche ist lateinisch und soll, und heißt Lawine, was wohl besonders gewaltig klingen soll. Und man ist halt in dieser, als Ex-Soldat halt da drin und macht halt diese Reaktoren kaputt, um den Planeten am Leben zu erhalten. Mehr weiß man ja auch noch gar nicht. Und ich war mal überlegen, vielleicht das mal irgendwie näher zu bringen, die Story, aber nee, das soll die Story von, das soll das Spiel selber machen. Du musst das Spiel komplett auf sich wirken lassen, bis alles mal irgendwie so einen Sinn ergibt. Es dauert alles noch sehr lange. Da werden noch schön lange Dialoge kommen, an denen ich mich vermutlich wieder total schwer tun werde. Aber passt schon. Wäre ja auch langweilig, ne? Ohne. Meine ganzen Versprecher. 166, nicht schlecht. Ich könnte auch mal auf die Gegnernamen achten, irgendwie mache ich das nicht. Hey, Barrett. Ich habe gar nicht gesehen, was der für ein Level bekommen hat. Ich glaube 13 oder 14. Ja, eben nachgucken. 13. 540 Leben, nicht schlecht. Ich glaube, Barrett hat generell von Natur aus mehr Leben als die anderen. Als die anderen Charaktere. Von Natur aus vor allem. Das kennen wir ja alles. Nur ab hier sieht man, das ist zwar immer noch der quasi die gleiche Struktur eines Raumes, oh nice, ein Äther, nur halt aus einer anderen Kameraperspektive. Jetzt kommt schon mal ein Minispiel, würde ich es nicht nennen, man muss da nur ein bisschen mit Timing haben und das kann Ewigkeiten dauern. Okay, da steht Jesse anstatt Jesse. Oder soll ich so wieder Jesse aussprechen? Jesse hat gesagt, wir müssen alle auf einmal diese Taste drücken. Okay, das war schon mal zu früh. Geht nicht, probier es noch einmal. Das war schon wieder zu früh. Ja, geht nicht. Das war schon wieder zu früh. Total nervig. Jetzt war ich zu spät. Jetzt war ich schon wieder zu früh. Das kann ewig dauern. Ach, komm schon! Ah, ahn also. Weiter geht's. Und Kämpfe. Mehr Kämpfe, bitte. Was ich gleich mal machen werde, ich werde Cloud wieder mit Blitz und alle koppeln. Dann gehen die Kämpfe auch schneller. Und da ist die Default Limit. Soll ich es nicht verkacken? Oh, das war knapp. Hose weg! Das kann ich auch nochmal dazu sagen, Limits haben keine Beeinträchtigung dafür, ob der Gegner in der hinteren Reihe steht oder nicht. Oder ob der eigene Charakter in der hinteren Reihe steht oder nicht. Das ist bei den Limits egal. Natürlich bei den Zaubern auch. Es gibt später noch eine ganz, ganz tolle Substanz. Die sich, wie sind die nochmal, Fernwirkung. Oder Fernangriff. Da kann man Nahkampfcharaktere mit dieser Substanz ausrüsten und die kann man dann in die hintere Reihe stellen und teilen trotzdem noch den gleichen Schaden. Also wie viele Speicherpunkte gibt es denn hier? Das ist ja herzallerliebst. Ich mag es immer noch nicht, dass wir keinen Menü-Sound haben. Ich hasse das. Das ist total doof. So. Raus hier.
hier entlang. Oh, das sind ein paar Truppen. Schildere Soldaten! Was zum Henker geht hier ab? Eine Falle. Präsident Shinra? Was macht der Präsident hier? Ihr seid also... Wie war es noch gleich? Evelyn, schmeckst du gut? Und du bist Präsident Shinra, wie? Lang nicht gesehen. Lang nicht gesehen? Oh, du. Du bist doch der, der von Soul schon zu Avalanche gewechselt ist. Ich sehe es in deinen Augen, dass du mit Marco in Berührung gekommen bist. Sag mir, Verräter, wie heißt du? Cloud. Verzeih die Frage, aber ich kann mir nicht jeden Namen merken. Außer aus dir wird ein neuer Sephiroth. Ja, Sephiroth war genial, vielleicht zu genial. Sephiroth? Das ist mir alles völlig stuppe. Bald geht ja alles mit einem Riesenknall in die Luft. Geschieht euch allen recht. Was für eine Verschwendung von teurem Sprengstoff, um Ungeziefer wie euch loszuwerden. Ungeziefer? Ist das alles, was dir einfällt? Ungeziefer? Ihr Shinra seid das Ungeziefer. Die Ungeziefer, die den Planeten umbringen. Und du bist das Oberungeziefer, also halt die Klappe. Ihr fangt an, mich zu langweilen. Ich habe viel zu tun. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss zu einem Bankett. Bankett? Mach! Das Ei groß. Mach keine Witze, ich bin doch nicht fertig. Ich habe euch einen Spielkameraden mitgebracht. Schnipp. Was ist das für ein Geräusch? Okay, wir haben natürlich jetzt leider wieder kein Geräusch, weil PC-Version und so. Ach du Scheiße! Da kommt so ein. Darf ich bekannt machen? Airbuster, ein Technosoldat. Er stammt aus unserer Abteilung für Waffenentwicklung. Ich bin sicher, dass die Daten, die er euch euren Leichen entnehmen wird, für unsere künftigen Experimente sehr nützlich sein werden. Technosoldat? Ein Heli! Also, wenn ihr mich entschuldigt. Halt, Präsident! Hey, Cloud, wir müssen was gegen machen oder so. Diese Angewohnheit, immer alles schnell wegzudrücken. Hilfe, Cloud! Ist das ein Soldat? Nein, es ist nur eine Maschine. Ist mir egal, was es ist. Ich werde es vernichten. Fertig machen. Beides das Gleiche, ist mir egal. Denn hier haben wir einen Boss, der sehr einfach sein kann, aber auch ordentlich reinhauen kann. Nämlich, dadurch, dass wir von beiden Seiten angreifen, sieht man hier, von Angriffen von hinten machen natürlich extrem viel Schaden. So, er macht erstmal einen Gegenangriff und ich warte jetzt, bis er sich immer umdreht. Jetzt will ich... Ah, jetzt hat er sich schon umgedreht, total dämlich. Dass ich jetzt mit Tiefe angegriffen habe, war leider nicht so gut. Ich mach mal die Leiste hier weg, dann sieht man mehr. Uiuiui, das tut ganz schön weh. Die beiden mal heilen. Cloud werde ich jetzt angreifen, weil der hat schön gerade hier von hinten angreifen kann. Und wir haben auch, das ist mir jetzt erst aufgefallen, hallo. Wir haben auch zum ersten Mal richtige Bossmucke. Richtig nice. Oh, schön, von hinten kritischer Treffer. Nice, so will ich das sehen. So, dreht er sich jetzt nochmal um? Alles klar. Oh, wieso ist er jetzt auf einmal nicht mehr umgedreht? Das backt voll. Jetzt ist er... Okay, er ist nicht umgedreht, das sieht nur so aus. Will ich mit Cloud angreifen? Es ist eigentlich kein schwieriger Boss, auch wenn er schon selber auch ein bisschen austeilen kann, aber man sollte da eigentlich keine großen Probleme haben. Okay, jetzt bin ich völlig verwirrt. Entweder er guckt jetzt eigentlich gerade zu Cloud und hat sich gerade, obwohl er sich gerade umgedreht hat. Ich hau dem mal einen Blitz rein.
noch einen Feuerball hinterher. Oh, was macht er jetzt? Ah, nichts Besonderes. Also wie gesagt, der Boss sollte kein großes Problem sein. Wenn er jetzt vor allem nicht, wenn er so blöd rumbackt und irgendwie einen anguckt, obwohl er gerade den anderen anguckt. Das kann man doch erkennen, wen er gerade wirklich anguckt. Und der Boss ist auch schon Geschichte. Yippie! Oh, ein Titanreif. Oh mein Gott! Es wird explodieren! Komm tiefer weg hier! Barret, kannst du nichts tun? Absolut nichts. Cloud, du darfst nicht sterben. Bitte, es gibt noch so viel, was ich dir... Ich weiß, tiefer. Ich, wirst du es schaffen? Ich bleib cool. Mach, dass sie hier verschwindet. Ich komme schon selber klar. Aber kümmere dich um tiefer. Na gut, tut mir leid. Hör auf so zu reden, als ob es das Ende wäre. Okay, bis später. Und er fällt und fällt und fällt richtig, richtig tief. Ja, ne? Spiel vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist okay? Oder auch vielleicht doch nicht? Kannst du mich hören? Ja. Damals, ich bin fast ohne einen Kratzer davongekommen. Was meinst du mit damals? Was ist mit jetzt? Kannst du aufstehen? Was meinst du mit damals? Was ist mit jetzt? Mach dir keine Gedanken. Sorg dich jetzt nur um dich. Kannst du dich bewegen? Ich versuch's. Oh, er hat sich bewegt. Wie steht's damit? Ganz langsam, eins nach dem anderen. Hallo, hallo? Ich weiß. Hey, wer bist du? Hallo, hallo. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Hey, das Blumenmädchen und wir sind in eine Kirche reingefallen. Wir leben noch. Alles okay? Das ist eine Kirche in den Slums von Sektor 5. Du fielst plötzlich runter, hast mir ganz schön Schrecken eingejagt. Ich bin abgestürzt. Das Dach und das Blumenbeet haben deinen Sturz wohl etwas gebremst. Du hattest Glück gehabt, oder irgendwie so. Blumenbeet? Oh, deins? Tut mir leid. Ist nicht schlimm, die Blumen sind sehr widerstandsfähig. Das ist ein Sonderort hier. Es heißt, dass in Midgar weder Gras noch Blumen wachsen. Aber aus irgendeinem Grund blühen sie hier. Das ist voll der Special Ort. Ich liebe diesen Ort. So treffen wir uns also wieder. Ich habe meine Hand im Gesicht. Erinnerst du dich an mich? Ja, ich erinnere mich an dich. Ja, ich weiß noch. Du bist die Säuferin aus den Slums. Du hast Blumen verkauft. Oh, du erinnerst dich an mich. An M. Du erinnerst dich am M, stand da. Danke, dass du die Blume gekauft hast. Sag mal, hast du irgendwelche Materia? Ja, schon. Heutzutage findet man überall Materia. Aber meine ist etwas Besonderes, taugt zu absolut nichts. Taugt zu nichts? Du weißt wohl nur nicht, wie man sie benutzt. Doch, ich weiß es. Sie wirkt einfach nicht. Ich fühle mich aber mit ihr sicherer. Sie gehört meiner Mutter. Ich würde gerne ein bisschen reden. Fühlst du dich schon fit dafür? Stand da fit, ich hab's nicht gelesen. Schließlich haben wir uns wieder getroffen. Ich hab nichts zu sagen, von mir aus. Wart mal kurz. Ich muss noch mal Blumen sehen. Bin gleich wieder da.